Menschen geradezu panische Angst, wenn sie ihn sehen, und das, obwohl er nachweislich keine Covid-19-Infektion mehr übertragen kann. Mittlocher berichtet. Der 47-jährige Professor Park Yun war einer von 5000 offiziell an Covid-19-Erkrankten in Südkorea. Nach 9 Tagen hatte er die Infektion überstanden, blieb 2 Wochen in Quarantäne und erholte sich weitere 10 Tage lang. Nun ist er wieder im Job an der Nationaluniversität in Busan. Es sind mühselige Schritte zurück in den Alltag. Das Corona-Stigma bleibt. In seinem Wohnhaus nimmt er die Treppen und nicht den Lift, obwohl er noch immer an Kurzatmigkeit leidet. Ein Nachbar schrie bei meinem Anblick, sie müssten nun alle sterben. Ich verstehe ihn, das ist die pure Nervosität. Um ihm die Angst zu nehmen, verzichte ich jetzt erst einmal auf den Fahrstuhl. Selbst nachdem er zum 2. Mal nach der Erkrankung auf den Erreger negativ getestet wurde, trauen ihm die Mitmenschen nicht über den Weg. Ja, grüße euch. Heute wird's interessant. Ich bin gespannt, wie sich hier die Beteiligten an dem Meeting äußern. Und wir alle warten darauf, dass wir hier um 18 Uhr dann Informationen bekommen, Informationen weitergeben können, um hier im Süden Deutschlands, Baden-Württemberg, Gemeinde Althütte, über Sechselberg dann sprechen, wo ein Corona-infizierte Flüchtlingsheim installiert werden soll und diese Menschen in Quarantäne gestellt werden sollen. Lassen wir uns überraschen und warten wir auf gute Impulse, dass sich der Bürgermeister auch zu seinen Bürgern stellt, die ihn doch gewählt haben und für ihre Sicherheit doch noch einsteht. Alternativen sind bekannt. Auf die könnte ich jetzt doch kurz eingehen, wenn es interessant ist. Es muss hier nicht ein komplett neues Quarantänezentrum erschaffen werden. Die Alternativen wären zum ersten in einem Stockwerk, in einem Lea, das komplett unter Quarantäne zu stellen. Nummer 1. Nummer 2, da die Leas ja eh nicht komplett ausgelastet sind, könnte man dort ein ganzes Gebäude einrichten, absperren und somit kommen sie aus ihrem gewohnten Umfeld nicht raus. Im Zweifelsfall könnte man sogar, das nicht zum Tragen kommt, irgendwo im Lea-Gebäude, auf einem Parkplatz, in der Wiese, einen Container oder mehrere aufstellen, so wie wir es in der Extremflüchtlingskrise hatten, auch 2016. Und somit müssten diese gestressten Leute, die sowieso so viel auf Reise waren, nicht nochmal transportiert werden, über lange Landwege dann irgendwo in einer Provinz ankommen, wo sie auch nicht gerne dann gesehen werden, weil die Gefahr ist doch groß, dass sie sich dort nicht aufhalten, wo doch die Frage auch besteht, werden sie zwangsweise hier in Quarantäne gestellt und aufs Zimmer eingesperrt oder begeben sie sich freiwillig in Quarantäne? Da haben wir ja jetzt einen Fall, wo aufgedeckt wurde, dass dieser freiwillige Zuspruch nicht eingehalten wurde. Lauter so Dinge, die eine Gefahr darstellen und denen wir uns stellen müssen. In Kürze geht's los. Lasst uns mal gespannt sein, was hier zu sagen ist. Verschiedene Alternativen sind ja bekannt. Man kann hier in den Leas ein ganzes Stockwerk vielleicht unter Quarantäne stellen, da die Leas ja sowieso nicht voll sind und ihre Kapazitäten bei weitem nicht erreicht sind, dass der Flüchtlingsstrom ja relativ
klein ist, was nicht heißen soll, er hat abgeebbt, aber die Leas verarbeiten das relativ gut. Zum Beispiel in Ellwangen waren in Spitzenzeiten bis zu 4000 Leute dort. Momentan werden dort bis zu 700 vorübergehend betreut. Und die Lea in Ellwangen ist auch nur noch bis 2022 in Betrieb. Also das ist kein Problem. Selbst die Lea Sigmaringen, die bis Ende Juli 2020 in Betrieb ist, könnte hier eine gute Abdeckung anbieten. Also könnte man auch in Sigmaringen hier diese 14 Tage bis 3 Wochen dauernde Quarantäne über den April, den Mai und den Juni, das sind 3 Monate, verwalten. Und wir hoffen ja alle, dass das sehr schnell auch für uns beendet ist, dass wir wieder die Freiheit genießen dürfen und sehen, wie die Zukunft sich darstellt. Im weiteren Verlauf ist es ja so, dass in dieser neu geschaffenen Quarantänestation für die Flüchtlinge aufgrund des Coronaviruses, wo hier Infizierte darauf warten, aus der Quarantäne wieder raus zu können, Gefahr laufen, eingesperrt zu werden. Beziehungsweise, wer kontrolliert das? Darf das überhaupt? Dürfen sie dann auch vielleicht sogar raus? Viele haben es ja nicht eingehalten. Es ist ja bekannt geworden, dass da welche sich freiwillig unter Quarantäne gestellt haben. Ist diese Quarantäne eine freiwillige oder auf eine Anweisung? Da müssen wir sehen, selbst wenn hier einer keine Lust hat, sich an die Quarantänevorschriften zu halten, ins Dorf geht, irgendjemand infiziert, wie gefährdet ist das Dorf? Haben wir in Heinsberg gesehen, haben wir 2, 3 Corona-Fälle, die sich dann erweitert haben. Das ganze Dorf wurde dann einfach abgeriegelt und Gefahr laufen dessen, brauchen wir das bestimmt nicht in Sechselberg. Also kann man sicher besser in einer noch bestehenden Lea dort diese Einrichtung, diese Quarantänestation aufbauen, genauso schnell und mit deutlich weniger Kosten und weniger Stress für die Menschen dort. Gut, lassen wir uns überraschen, was der Herr Bürgermeister aus Althütte uns zu sagen hat, der Herr Czuka, vielleicht ist auch der Landrat Siegel dabei oder aus dem Regierungspräsidium ein Herr Reiner oder ein Herr Deims, die das hier mit initiiert haben und auch Briefe geschrieben haben. Wir alle sind gespannt. In 3 Minuten soll es losgehen. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Momentaner Status ist, dass in Althütte-Sechselberg eine Quarantänestation für durch Corona-infizierte Flüchtlinge eingerichtet werden soll. Hier wird aus dem Boden gestampft ein Gebäudekomplex bzw. das drumherum mit Zäunen so verbaut werden und die Leute werden dort in die Zimmer gesperrt. Laut Aussage des Erstinformationen, der erste Information, die wir bekommen haben, ist das rechtens, darf man das, halten sich die Leute auch freiwillig an diese Quarantäne? Wie gefährlich ist das für die Ortschaft? Wie sicher ist das für die Ortschaft? Wie sicher ist das für die Geflüchteten, die dann sicher nochmal einen Stress extra bekommen, weil sie dort nochmal verbracht werden, vielleicht mit Sprachschwierigkeiten dort das nicht verstehen und hier hoffen wir dann auch auf einen friedlichen Ablauf, wenn es denn sein soll, was wir aber grundsätzlich mal ablehnen, weil eine zusätzliche Gefahr in dieser kleinen Ortschaft, in dieser Gemeinde ist nicht wirklich nötig, da das Regierungspräsidium hier nicht ordentlich meines Erachtens nach geprüft hat, ob es nicht auch Alternativen gibt. Hier aus Althütte ist ein Widerstand schon geäußert worden und dem wollen wir mal nachgehen, beziehungsweise auch wie
reagiert der Bürgermeister auf seine Wähler, die ihn gewählt haben, die jetzt hier nicht einverstanden sind damit. Wohlmöglich könnte hier ein Klüngelei funktionieren. Bürgermeister Siegel hat gut, Bürgermeister Tschukka hat gute Kontakte zum Landrat Siegel, der wiederum zum Landesparlament sind alle CDU. Der Herr Tschukka ist sogar Kreisrat hier im Rems-Moor-Kreis. Wird hier geklüngelt oder nicht? Wäre eine interessante Frage. Auch möchte der Herr Tschukka in die Politik weiter nach oben steigen. Er möchte den Landrat stellen und sich zur Wahl stellen. Lassen Sie uns gespannt sein, wie er sich hier äußert. Herzlich willkommen, liebe Interessierte an dieser heutigen Videokonferenz. Ein Angebot, das wir als Gemeinde hier gerne anbieten. Es sind auch die Listenführer unserer Fraktionen hier heute mit dabei. Herzlichen Dank dafür. Es ist vom Regierungspräsidium ein Vertreter mit dabei, der hier auch kompetent Antworten beantworten kann. Es ist ein Fernsehteam im Hintergrund, das noch entsprechend hier medial das Ganze mitfilmen wird. Und ich freue mich über das Interesse. Momentan sind 99 Teilnehmer hier in diesem Chatraum drin. Ein völlig neues Medium, das wir heute hier ausprobieren. Ich danke an dieser Stelle auch schon mal der Technik im Hintergrund. Und ich kann Ihnen versichern, wir haben in der heutigen Zeit nicht mehr wie 10 Personen hier im Raum und halten alle unsere Abstände ein. Das ist ja auch das eigentliche Thema heute. Corona in der Gemeinde Althütte mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. Was ich auch bei der Gelegenheit gerne machen will, ist mal Corona ganz allgemein für unser Gemeindegebiet darstellen. Aber natürlich auch, und ich denke, da ist das Hauptinteresse bei Ihnen heute im Chat mit dabei, Corona speziell mit dem Thema temporäre Isolierungsunterkunft für Flüchtlinge im ehemaligen EC-Freizeitzentrum in Sechselberg. Themenbereiche bei diesem Komplex werden sein die Information der Gemeinde, die Entscheidungsfindung und Entscheidungsbegründung des Regierungspräsidiums und der Betrieb der Unterkunft mit ärztlicher, pflegerischer Betreuung und dem Sicherheitspersonal. Heute für den Chat will ich auch auf unsere Kommunikationsprinzipien und Kommunikationsregeln hinweisen. Mir ist wichtig, dass diese Informationsveranstaltung auch wirklich diese Informationen für Sie bringt. Und dazu ist es auch notwendig, dass wir gewisse Regeln einhalten. Momentan sind alle Teilnehmer stumm geschaltet, damit hier entsprechend der Beginn auch sachlich in die Einführung gehen kann. Und wir wollen auch eine gewisse Disziplin während des Chats uns wirklich beibehalten. Alle Teilnehmer bleiben stumm geschaltet. Wir haben jetzt unterschiedliche Einwahlmöglichkeiten gehabt. Über PC oder Smartphone haben Sie natürlich die Möglichkeit, Ihre Mikrofon zu entsperren und auf dem Stummzeichen entsprechend freizuschalten. Dann haben Sie die Sprechmöglichkeit nachher. Beim Telefon wäre meine Bitte, falls Telefongäste mit dabei sind, das sehe ich jetzt auf den ersten Blick an meiner, ein Telefongast haben wir dabei. Da, wenn man den Ton anschalten will, müssten Sie auf Ihrem Telefongerät die Tastenkombination *6 einwählen oder drücken. Dann ist Ihr Telefon freigeschaltet und ansonsten dann beim Stummschalten auch wieder *6, dann ist es wieder stumm geschaltet. Nach Möglichkeit bitten wir auch vorher die Fragen über den Chat zu stellen. Wir haben hier ein sehr bequemes Medium mit PC und Smartphone oder iPad oder sonstigen mobilen Endgeräten kann man hier sehr bequem den Chat bedienen. Und ich hätte auch die Bitte, dass es nicht anonym ist, sondern dass Sie auch Ihre Fragen, wenn Sie sie stellen, dann auch nicht anonymisiert stellen. Im Chatverlauf kann man es ja oben auch entsprechend dann verfolgen. Wir wollen ja sachlich informieren und auch sachlich diskutieren. Wir werden wirklich versuchen, alle Fragen zu beantworten. Und der Zeitraum der Konferenz von 18 bis 19 Uhr bietet auch, denke ich, genug Zeit dafür. Jeder Teilnehmer, der das Wort erhält, wie gesagt, den würde ich auch bitten, dass er sich auch kurz vorstellt, dass man im Chatverlauf dann auch beim Hören gleich entsprechend mitverfolgen kann, wer sich da zu Wort meldet. Wichtig ist mir auch zu sagen, diese Videokonferenz wird
aufgezeichnet. Also bitte daran denken, wenn Sie damit nicht einverstanden sind, wenn Sie sich nachher melden und dass der Wortbeitrag aufgezeichnet wird, dann mögen Sie das bitte vor dem Wortbeitrag erklären. Dann werden wir hinterher diesen Beitrag rausschneiden. Das Video läuft erstmal mit durch, das geht technisch nicht anders, aber wir werden das dann, wenn Sie das wünschen, natürlich rausschneiden. Und je nachdem, wie das dann vom Aufwand her dann sein wird, überlegen wir uns auch noch eine Kurzfassung, einen Zusammenschnitt dieses Videos zu machen, damit auch wirklich diese Informationen, die heute erfragt werden, uns für Sie zur Verfügung gestellt werden, dass man die hier im Nachgang auch noch selber einmal in ganzer Ruhe dann sich zu Gemüte führen kann. Soweit zu diesen allgemeinen Dingen und ich will dann nicht zu lange warten und gleich loslegen und in die Themenbereiche einzeln einführen. Ne? Beginnen mit dem Themenbereich 1. Corona in der Gemeinde Althütte, also ganz speziell die Gesamtgemeinde und zunächst die Lage im Rems-Ruhr-Kreis. Und da ist aus der Presse bekannt, dass hier ja in Althütte, und das auch bitte nicht falsch verstehen, weil das ist kein Wettbewerb unter den Kommunen, es ist eine bessere oder eine schlechtere Gemeinde, das ist ein falscher Schluss. Auch der Schluss wäre falsch, wenn man jetzt sagt, in Althütte, Stand heute, haben wir 0 Fälle. Das wird dem Thema nicht gerecht. Denn es ist präsent in der Bevölkerung, es wird auch beachtet und dafür möchte ich auch an dieser Stelle meinen herzlichen Dank sagen. Was ich in den letzten Tagen und Wochen in der Wahrnehmung hatte, es gab einzelne Ausreißer, das lässt sich bei dem Thema ja nicht vermeiden, aber die Bevölkerung hält sich dran. Und da mein aufrichtiger Dank, das ist bei diesem Thema ganz unheimlich wichtig. Wir haben auch diverse Telefonate durchgeführt von uns mitgeteilten Kontaktpersonen. Wir haben zwar 0 Fälle nach der Statistik, aber es gibt Kontaktpersonen hier bei uns. Es gibt alle Lebensbereiche, die da betroffen sind. Wir haben mit Leuten und Personen telefoniert bei oder nach Besuchen von Gaststätten, zum Beispiel bei Tauffeiern, ganz speziell hier in Althütte, Gottesdienstbesuche oder auch private Feiern. Datenschutztechnisch werde ich hier natürlich nichts Näheres nennen. Wir haben auch Fälle in Althütte, also die Zahl 0 täuscht. Wir haben Fälle in Althütte, die aber hier nicht wohnen. Zum Beispiel einer Kindertageseinrichtung, einen positiv getesteten Vater, eine Person hier bei uns in der Mitarbeiterschaft im Rathaus und eine Person, die zwar in Althütte noch formal gemeldet ist, sich aber tatsächlich in Weißach im Tal aufhält. Sie sehen, das Thema ist da und ich bin auch froh, dass wir hier im Rathaus diese Einschränkungen so gewählt haben, auch für den Publikumsverkehr und Schichtdienst hier arbeiten. Durch diesen positiv getesteten Fall in der Belegschaft zeichnet sich dies jetzt als die richtige Entscheidung aus. Ja, möchte ich überleiten nach diesem allgemeinen Teil, falls da aber auch noch Fragen hinterher wären, aber das vermute ich mal eher nein. Jetzt kommt der interessantere Teil, diese temporäre Flüchtlingsunterkunft, die hier in Sechselberg geschaffen werden soll. Und hier zunächst Informationen der Gemeinde, so wie wir informiert wurden, aber auch wie wir dann im Weitergehenden Sie als Bürgerinnen und Bürger informiert haben. Hier erreichen mich seit Freitag verstärkt am Samstag die unterschiedlichsten Sichtweisen. Verständnisvolle und die Einrichtung unterstützende, und das will ich an dieser Stelle auch nicht verschweigen, aber auch wütende, auch verletzende, persönlich verletzende und auch verleumdende. Und das tut weh, das will ich an dieser Stelle durchaus auch anmerken. Die nun durch das Regierungspräsidium intensiv vorbereitete Unterbringung von aktuell Stand gestern 11 Flüchtlingen im ehemaligen Freizeitzentrum in Sechselberg wurde mir als Bürgermeister Montag letzter Woche am 23. März telefonisch mitgeteilt. Daraufhin wurden von mir die Damen und Herren des Gemeinderats nicht öffentlich unterrichtet, da die Detailinformationen des Betreibers, dem Regierungspräsidenten Stuttgart, vertreten durch den Herrn Regierungspräsidenten Reimer, am Freitag der Öffentlichkeit mit einer Pressemitteilung bekannt gegeben werden sollen. Ich hatte am Freitag dann auch ein Telefongespräch mit dem Redakteur der Backnauer Kreiszeitung und es spiegelt sich auch, denke ich, sehr gut, die sachlich fundiert ist, die Berichterstattung in der Backnanger Kreiszeitung wieder. Die Information und deren Weitergabe ist das eine. Die Entscheidung dazu, wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, das liegt nicht im Verantwortungsbereich der Gemeinde. Das will ich auch deutlich sagen. Aber wir können auch nicht nach dem Motto handeln,
jetzt aus der Sicht des Regierungspräsidiums gesehen, da wird der Vertreter gleich auch noch drauf eingehen, zu sagen, wenn eine Unterkunft von dort als geeignet entsprechend angesehen wird, hier von vornherein zu sagen, wir versperren uns komplett. Das ist auch, denke ich, eine faire Umgehensweise mit allen Städten und Gemeinden und auch mit den Regierungspräsidien hier im Land. Kommen wir direkt dazu, zum Themenbereich Nummer 3. Entscheidungsfindung und Entscheidungsbegründung. Wie kommt man auf Sechselberg und warum in Sechselberg? Das hat mich natürlich auch immens umgetrieben. Und dann tatsächlich, was für die Gemeinde dann das Wichtige war, nachdem die Entscheidung uns bekannt gegeben worden ist, wie ist tatsächlich der Betrieb und wie gewährleisten wir auch hier zum einen die Betreuung und Versorgung, aber auch die Sicherheit hier für unsere Bevölkerung. Und dazu kann nun der Vertreter des Regierungspräsidiums kurz Stellung beziehen und auch kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Und ich begrüße ihn da an der Stelle ganz herzlich, den Herrn Deines vom Regierungspräsidium. Ja, vielen Dank, Herr Bürgermeister Czuka. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte mich zuerst mal bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, hier über den aktuellen Sachstand zu informieren, dass die Möglichkeit einfach besteht, trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen so viele von Ihnen zu erreichen. Für die ganze Situation möchte ich einfach sagen, vor etwa 4 Wochen. Ist abgebrochen. Okay, jetzt darf ich weitermachen. Ja, ich wollte mich nochmal bedanken für die Möglichkeit, hier an diesem Videochat teilzunehmen. Ich möchte ganz kurz Ihnen einfach auch die Situation schildern, in welcher Situation und in welcher Notlage wir im Prinzip landesweit mit der Unterbringung auch der Flüchtlinge sind. Vor etwa 4 Wochen. Da gab es noch Fasching, da gab es noch Fußball-Bundesliga, da gab es eine Vielzahl von Dingen, die wir uns heute zurücksehnen und hätten uns nie vorstellen können, dass wir heute in so einer Situation sind. Trotzdem haben wir bereits zu diesem Zeitpunkt Ende Februar sehr intensiv uns Gedanken gemacht, wie wir die Flüchtlingsunterbringung gestalten können, wenn es zu einem Ausbruch des Coronaviruses in Deutschland kommt, in Baden-Württemberg vor allem auch zur vermehrten Verbreitung. Deshalb testen wir zum Beispiel seit dem 1. März alle neu ankommenden Flüchtlinge, ob sie positiv sind, weil dort ja gar nicht klar ist, wie die Reisewege waren, welche Kontaktpersonen beispielsweise bei einer Reise durch Italien sind. Die Personen werden dann in Quarantäne untergebracht. Und so haben wir uns in den letzten Wochen sehr intensive Gedanken gemacht, wie kann dieses Thema, das wir alle in unserem täglichen Leben erleiden, Kontaktvermeidung, Kontaktverbote, räumliche Distanzierung gestaltet werden in einer Landeserstaufnahmeeinrichtung, wo mehrere Personen gemeinsam wohnen, gemeinsam essen gehen und so weiter. Und eine Idee war dann, dass wenn wir positive Fälle haben, diese in einer gesonderten Einrichtung unterbringen können, wo die Betreuung besser ist, wo einfach auch das Ansteckungsrisiko für die anderen Personen dann minimiert ist. Dann ging das Land auf die Suche, es wurden verschiedene Standorte überlegt, geprüft. Die Frage ist, wie groß soll so eine Einrichtung sein, wie schnell ist sie verfügbar, wie lange ist sie verfügbar. Und dann konnten wir das Freizeitheim in Sechselberg war klar, das bietet verschiedene positive Aspekte, auf die ich noch eingehen möchte, und es steht uns für einen mittelfristigen Zeitraum zur Verfügung. Wir haben dann die Zusage bekommen, dass wir das anmieten können für einen Zeitraum von 6 Monaten. Und sobald die Information vorlag, haben wir den Bürgermeister und auch Landrat Siegel informiert, weil uns war es wichtig, sobald etwas klar ist, dann auch schnellstmöglich die kommunale Seite zu informieren. Wir haben eine Unterkunft gesucht, die eben
eine mögliche, möglichst Unterbringung in Einzelzimmern ermöglicht. Wir haben eine Unterkunft gesucht, die nach Möglichkeit in jedem Zimmer eine Sanitäreinrichtung bietet. Wir haben eine Unterkunft gesucht, die auch einen einfachen Standard bietet. Die Leute kommen aus ehemaligen Kasernen, Mehrbettzimmer und so weiter. Dann eben die Zeitdauer, nicht nur irgendwas für 4 Wochen, sondern möglichst jetzt für einige Monate, weil derzeit ja noch niemand sagen kann, wie sich die Situation entwickelt. Wir wollten eine Unterkunft, wo beispielsweise Männer und Frauen auch getrennt untergebracht werden können. Wir wollten eine Unterkunft, wo auch der Aufenthalt für Familien möglich ist. Und was in Sechselberg als einen weiteren Vorteil hinzukommt, 2 Gebäude sind barrierefrei zugänglich, ein Gebäude ist barrierefrei zugänglich. Und wir haben auch Sanitäreinrichtungen, die von körperbehinderten, gehandicapten Menschen genutzt werden. Und aus diesen Rahmenbedingungen war dann klar, wir können mieten und dann haben wir uns auch entschieden. Und nachdem die mündliche Zusage wir erhalten haben, haben wir eben dann die Gemeinde informiert. Wie geht es weiter seit diesem Montag, 23., das war vor einer Woche, 8 Tage. Seither sind wir intensiv dran, sind auf erfahrene Partner, die wir aus der Erstaufnahme kennen, zugegangen, ob sie Kapazitäten haben und ob sie sich zutrauen, mit uns diese Einrichtung zu betreiben, und haben jetzt für die einzelnen Dienstleistungen, Situationen vor Ort inzwischen die Partner gefunden. Wir werden also eine Firma haben, die das Catering macht. Ich muss kurz warten, falls gerade noch jemand einen Ton hört. Jetzt darf ich weiter sprechen. Also ich habe gerade ausgeführt, dass wir die Partner für verschiedene Gewerke haben und war bei der medizinischen Betreuung und Reinigungsdienst und so weiter. Und parallel bauen wir jetzt mit diesen Partnern die Einrichtung auf, werden morgen oder übermorgen den Zaun aufbauen, werden Zugangssituationen schaffen, die dann eben auch einen sicheren Betrieb gewährleisten. Und ich glaube, was Ihnen sehr wichtig ist, für die Bewohner, die dorthin kommen, gelten die gleichen Auflagen wie für jeden Mann und jede Frau, die positiv auf Corona getestet ist. Das heißt, sie müssen sich in strenger häuslicher Quarantäne aufhalten und die häusliche Quarantäne ist für diese Personen dann das zugewiesene Zimmer. Die Flüchtlinge dürfen sicherlich auch mal vors Haus treten, alleine, dürfen auch mal vielleicht eine Zigarette rauchen. Aber ansonsten haben sie sich auf ihren Zimmern aufzuhalten und das wird eben auch durch den Sicherheitsdienst überwacht und werden dort auf ihren Zimmern versorgt. In den Gebäuden wird beispielsweise auch die Wäsche gewaschen und so weiter. Und die ganze Infrastruktur und Logistik bauen wir gerade auf und sind da einfach gerade dran, einen guten Betrieb aufrechtzuerhalten. Das Thema Sicherheit liegt uns ganz elementar am Herzen, weil in diesen Gebäuden, also direkt vor Ort mit den Corona-positiv getesteten Personen, sind Mitarbeiter von uns, vom Regierungspräsidium, von unseren Dienstleistungspartnern unterwegs. Und die Sicherheit und Gesundheit dieser Personen ist elementar wichtig. Und diese Sicherheit für diese Personen dient aber auch natürlich der Sicherheit nach außen. Sind die ersten Gäste angekommen, wenn Sie im Hintergrund das Hupen hören. Das wäre vielleicht aktuell mal die Situation und ich denke, es ist einfach auch wichtig, dass genug Zeit für Fragen zur Verfügung steht. Ja gut, dann würde mein Vorschlag sein, nachdem jetzt der Themenbereich so vorgestellt worden ist, vom Regierungspräsidium jetzt sehr viel Monolog gehalten worden ist, aber ich denke auch schon sehr viele Informationen geflossen sind und vielleicht sich auch die ein oder andere Fragestellung dadurch für Sie auch gelöst hat. Aber vielleicht sind doch noch die ein oder anderen Fragen da. Das ist jetzt Ihre Gelegenheit, sich hier in den Chat in die Videokonferenz mit einzubringen. Und ich fordere Sie gerne hiermit auf, loszulegen. Ich gucke immer so ein bisschen schräg vorbei, weil da ist der große Bildschirm, wo man drauf gucken kann, wo hier auch entsprechend der Gruppenchat ist. Ich schaue mal rein,
Zeit eine Woche von Herrn Held aus ist da die Frage. Was ist Zeit eine Woche? Die Frage erschließt sich mir nicht ganz. Also wir wussten seit einer Woche jetzt davon. Ich denke mal, das ist die Frage. Seit Montag, 23. wissen wir von dieser Situation als Gemeinde. Und der Herr Deines vom Regierungspräsidium hat gerade klargestellt, wie die Entscheidungsfindung innerhalb des Regierungspräsidiums war. Da ist noch eine Frage, die Herr Deines beantworten kann. Wie viel Fach- und Wachpersonal steht zur Verfügung? Das wäre auch noch eine interessante Frage und Information an die Leute. Das wird immer situationsbedingt angepasst. Also wir wissen ja nicht, wie viele Personen untergebracht sind. Stand heute hätten wir in der Größenordnung etwa 5 bis 8 Personen, die nicht stationär behandelt werden aus unseren Erstaufnahmeeinrichtungen, die hier untergebracht werden könnten, wenn wir in Betrieb wären. Das würde heißen, wir hätten nur eines der 3 Unterkunftsgebäude in Betrieb, dann hätten wir eben dort etwas weniger Personalbedarf, weil wir natürlich in jedem Gebäude Betreuungs- und Sicherheitspersonal auch haben werden. Also von daher, die absolute Zahl kann ich Ihnen nicht nennen, weil wir das immer an die Belegung anpassen werden. Da möchte ich auch um Verständnis bitten, die genaue Anzahl der Security-Personen, die auf dem Gelände unterwegs sind, die nennen wir grundsätzlich nie. Da könnten Sie mich auch fragen, wie viele in Ellwanger unterwegs sind, das nenne ich auch nie. Das ist einfach in Abstimmung mit der Polizei. Ich kann Ihnen versichern, dass wir das Personal, Sicherheitspersonal immer lageabhängig anpassen und da auch sehr intensiv mit der Polizei, im Polizeipräsidium Ahlen, das ja auch im Remsburg-Kreis zuständig ist, in Kontakt stehen. Vielleicht war gerade noch eine Frage zu den Familien, habe ich gesehen, wenn Familien untergebracht werden, ob die dann auch beispielsweise zur Schule gehen, selbstverständlich nicht. Derzeit sind Schulen natürlich geschlossen. Wir gehen davon aus, dass wir die Einrichtung auch über die Osterferien hinaus betreiben müssen. Aber die Personen stehen natürlich unter Quarantäne, die gehen nicht in die Schule. Normalerweise gehen Kinder, die in der Erstaufnahme sind, auch nicht in die Schule. Schulpflicht für Flüchtlinge besteht erst nach 6 Monaten, wenn sie da sind. Dann sind viele der Familien auch nicht mehr in der Erstaufnahme. Von daher werden die Personen auf gar keinen Fall in die Schule gehen. Wir werden natürlich mit unseren Sozialbetreuern versuchen, wenn Familien mit Kindern untergebracht sind, für die Kinder eine Beschäftigung zu organisieren, weil viele von Ihnen, glaube ich, wissen, wie es gerade ist, mit Kindern zu Hause, die nicht in die Schule gehen, nicht zum Sport und das Ganze dann in einer häuslichen Quarantäne, wobei häusliche Quarantäne sich auf 1 oder 2 Zimmer bezieht, heißt dann eben doch viel Langeweile und da werden wir natürlich versuchen, für die Familien Lösungen zu finden. Vielleicht die nächste mit den vorhandenen Heimen. Die vorhandenen Heime sind aktuell unterbesetzt. Das ist teilweise richtig. Allerdings muss man sagen, Heime, die komplett leer stehen, die geeignet sind, sind oftmals baulich. Vielleicht, weil sie zum Abbau vorgesehen sind, nicht im optimalen Zustand. Ich habe ja vorher gesagt, wir haben uns verschiedene Standortoptionen angeschaut und überlegt. Da hat sich herausgestellt, dass viele von diesen Heimen dann eine Instandsetzungszeit von 4, 6 Wochen brauchen, das uns dann gar nicht geholfen hätte in der aktuellen Situation. Und eben der Vorteil in Sechselberg beispielsweise ist, dass wir das Hauptgebäude, wo der Speisesaal untergebracht ist, wer die Liegenschaft kennt, überhaupt nicht mit jetzt Corona-positiven Personen belegen und da auch kein Zugang ist. Von daher haben wir dort auch einen Rückzugsraum für die Beschäftigten haben werden. Von daher haben wir andere Gebäude geprüft, die eben da nicht zur Verfügung stehen. Und die unterbesetzten Flüchtlingsunterkünfte ist im Moment eigentlich auch ganz gut. Wenn Sie nur 2 Leute im Zimmer haben, wenn einer davon positiv wird, dann haben Sie auch weniger Kontaktpersonen. Also das ist auch eine Bitte der Landkreise im Moment, dass die Flüchtlingsunterkünfte in den Landkreisen oder auch in den Kommunen im Moment nicht überbelegt werden, weil sonst haben sie die gleichen Probleme wie in der Erstaufnahme. Eine weitere Frage kann zugesagt werden, das ist auch eine Frage der Gemeinde, kann zugesagt werden, dass dies keine Dauereinrichtung wird. Das war gerade auch eine Frage aus dem Chatverlauf.
Und dann auch nochmal eine weitere Frage, wie verhält man sich, wenn wie verhält sich der Sicherheitsdienst, wenn Geburtswohnen das Gebäude verlassen oder wenn jemand entwischt, das vielleicht zwar als Themenkomplex dauert, die 6 Monate und Personen, die das Gelände verlassen. Okay, also vielleicht zur Dauer, wie ausgeführt, wir haben den Mietvertrag jetzt mal um 6 Monate abgeschlossen. Wie gesagt, vor 4 Wochen hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich heute Abend in Sechselberg beim Videochat und eine Isolierstation für Flüchtlinge in Sechselberg aufbaue. Das kann man nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass die Einrichtung die Liegenschaft einfach von der Unterbringungskapazität beispielsweise für uns als eine Landeserstaufnahmeeinrichtung nicht geeignet ist. Von daher, wenn es nicht mehr Corona gibt, dann bin ich auch froh, wenn wir hier wieder die Zelte abbrechen können. Ich hätte eine Frage mündlich. Jawohl. Michael Stecher. Und zwar stellt sich mir die Frage, wie kompetent sind Sie? Weil in den verschiedenen Layers gibt es leerstehende Gebäude, Räume. Im Zweifelsfall hätte man sogar dort ein Gebiet abstecken können mit Containern, um dort eine Quarantänestation einzurichten. Das, was Sie uns hier vorführen, ist ein Beschluss, der ohne Bevölkerung, wie wir es schon öfter kennen, gemacht wurde. Und das ist sehr undemokratisch und setzt unnötig die Menschen hier in Sechselberg in Gefahr. Wie Sie eben schon sagten, wenn einer flüchtet, ruckzuck ist die Ortschaft zu und dann wird dicht gemacht wie in Heinsfeld. Das ist sehr betrüblich. Jetzt war zwischendurch die Verbindung relativ schlecht. Ich hoffe, ich habe die Frage komplett richtig verstanden. Meine Kompetenz, die müssen andere beurteilen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir im Referat seit 2015 Flüchtlingsunterbringung machen, dass wir 2015/16 über 5 Einrichtungen betrieben haben, Notunterkünfte betrieben haben, dass wir in Ellwangen Betrieb hatten, wo teilweise kurzfristig fast 4000 Leute untergebracht waren. Also ich kann zumindest sagen, mein Team ist hochkompetent für das Thema Flüchtlingsunterbringung. Und nein, ich bin kein Mediziner, aber wir haben starke, fachkundige Partner an der Hand und bauen mit denen das Thema auf. Und wie gesagt, wir haben medizinische Fachkompetenz uns dazugeholt. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung Flüchtlingsunterbringung plus Corona auch gut meistern, wie wir das andere Thema auch gemeistert haben. Zumindest mein Team, über meine Kompetenz sage ich hier nichts. Ja, das habe ich verstanden. Warum dann nicht in den von mir eben angesprochenen Sonderbereichen, in den Layers, in möglich zur Verfügung gestellten Containern oder Stockwerken oder ganzen Gebäuden? Sie verneinen von vornherein die Möglichkeit, das dort zu tun. Ich denke, für mich persönlich ist das nicht weit genug gedacht. Also das eine heißt eben, der Platz in der Lea ist endlich. Ich kann nicht unendlich Gebäude räumen, beispielsweise um positive Menschen dort unterzubringen. Und ein anderes Thema, das für mich ganz elementar ist, ich möchte auch an den Mitarbeiterschutz denken. In einer kleinen Einrichtung wie hier in Sechselberg, wir haben etwa 30 Zimmer, das heißt bei Einzelunterbringung 30 Personen. Ich habe einen sehr kontrollierten Zugang, kann ich zum Beispiel einen Sicherheitsbereich einrichten, wo die Beschäftigten ihre Privatkleidung ablehnen, legen, Dienstkleidung anziehen, wenn sie rausgehen, sich auch duschen können beispielsweise, um den Mitarbeiterschutz zu gewährleisten. Die großen Unterkunftsgebäude in den Kasernen, wie wir sie beispielsweise in Ellwangen haben, wo eine Unterbringung von 150 Personen stattfindet, wo wir Etagensanitäreinrichtungen haben, ist das viel, viel komplizierter. Theoretisch kann ich überall an jedem Standort ein Containerdorf aufbauen, da haben Sie recht. Das innerhalb der Lea zu machen, wo ich mehrere hundert Leute habe, dann innerhalb eine Quarantäne oder Station aufzubauen, halte ich nicht für sinnvoll. Das ist doch egal, es geht um den Sinn. Sorgen und Ängste.
Dienste haben auch unsere Bewohner, und zwar im großen Maße, weil sie sehr dicht aufeinander sitzen, weil sie sich nicht in ihre private Wohnung zurückziehen können. Deshalb halte ich es nicht für sinnvoll, in der Lea zu machen. Und wenn wir dann Container irgendwo aufstellen, dann muss ich sagen, haben wir die Diskussion wie in Althütte an jedem anderen der über 1100 Gemeinden in Baden-Württemberg. Nein, innerhalb der Lea, diese Container. Es geht ja nicht um das Wegzutragen. Das Gelände ist sehr weitläufig. Sie sparen natürlich auch Kilometer und Anfahrten. Ne? Dann, das werde ich aber auch nochmal aufgreifen, dass es auch nochmal klar ist. Ab was morgen ist klar? Hat der Vertreter eine gesagt, weil es der Gemeinde wichtig ist, wird der Zaun erstellt, hier wird also ein Bereich geschaffen, wo eingezäunt ist, wo also klar ist, da ist der Bereich, der in Quarantäne liegt, auch für den Mitarbeiterschutz, und dann wird entsprechend ausgeschleust, auch die Mitarbeiter, die da Zugang haben, rein und raus, auch die Dienstleistung war vorher mal, da habe ich im Chatverlauf gesehen, da geht ja niemand einkaufen, wo sollen die Leute einkaufen gehen, da gibt es Dienstleister, die entsprechend hier Essensversorgung dann betreiben und Essen dann entsprechend anliefern. Da verlässt keiner, der in Quarantäne ist, das ist wie bei der häuslichen Quarantäne auch, keiner verlässt die Quarantäneörtlichkeit. Das ist bei uns genauso, auch in den umliegenden Gemeinden, beispielsweise Weißer im Tal, wo gerade relativ viele, Stand heute Mittag waren es glaube ich 25 positiv getestete Fälle, die in Quarantäne dann sind, und die dürfen auch nicht das Gebäude, ihre entsprechende Örtlichkeit verlassen, und genauso ist es dort dann auch, und da lege ich Wert drauf, das ist das, was ich für die Gemeinde hier ins Spiel dann bringe, dass hier diese Sicherheit für unsere Bevölkerung gewährleistet ist. Schauen wir weiter an die Frage. Vielleicht, Herr Bürgermeister, es ist ja immer die Frage, was passiert, wenn jemand entwischt. Die kam jetzt mehrfach. Da möchte ich so ehrlich antworten, wenn jemand entwischt, dann ist es die gleiche Situation, wie wenn sich ein anderer Bürger nicht an die Quarantäneauflagen hält. Dann werden wir diese Person, und das ist bei uns, die haben strengere Auflagen, was Aufenthaltsrechte anbelangt, dann wird unverzüglich die Polizei benachrichtigt und dann wird diese Person gesucht und im Regelfall auch dingfest gemacht. Man muss auch ganz klar sagen, wir haben hier eine Situation, wenn hier jemand entwischen würde, wenn er sich in Althütte aufhalten würde, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er aufgegriffen wird, extrem groß. Das würde, glaube ich, sofort auffallen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand aus der Einrichtung entwischt, um dann in Althütte oder in Sechselberg durchs Dorf zu laufen. Das wäre dann für die Polizei in dem Fall relativ einfach, ihn aufzugreifen. Ansonsten haben wir die Erfahrung in unseren Unterkünften, dass die Personen sich an solche Auflagen in aller Regel auch halten. Quarantäne für Infektionskrankheiten ist für uns kein völlig neues Thema. Teilweise haben wir Flüchtlinge, die zum Beispiel in Afrika immer noch weit verbreitete Tuberkulose leiden. Auch diese müssen, wenn sie als offene TB vorliegt, eine gewisse Zeit in Quarantäne sein. Da haben wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, und wir erklären unseren Bewohnern natürlich auch ausführlich, welche Regeln gelten. Das machen wir jetzt auch schon, dass sie nicht mit mehr wie zwei Personen in der Öffentlichkeit unterwegs sein müssen. Und von daher gehe ich davon aus, dass das gut funktioniert. Dann waren noch, glaube ich, viele Fragen zur Polizei. Da kann ich nur sagen, wir stehen in Kontakt mit dem Polizeipräsidium Ostalb, und auch da werden wir, ohne jetzt den Kollegen von der Polizei vorzugreifen, glaube ich, immer lageabhängig genügend Polizisten da haben. Das ist was, was ich vom Präsidium Ostalb kenne. Das habe ich in Ellwanger auch schon erlebt, wenn Polizei notwendig war. Es waren immer genügend Polizisten vor Ort. Dann war noch die Frage, ist eine 24-Stunden-Überwachung 7 Tage in der Woche? Ja, es ist sowohl medizinisches Fachpersonal und selbstverständlich auch Security 7 Tage in der Woche, 24 Stunden da. Das ist für uns Standard und in der Situation natürlich insbesondere auch. So, ich schaue nach weiteren Fragen. Im Chatverlauf sehe ich gerade nichts. Wenn sich jemand zuschalten will per Mikrofon, auch gerne. Nach der Frage war, da kommt noch
Backener Kreiszeitung von 60 Personen mit dem Höchstfall. Da die Frage vielleicht auch an Herrn Deines, das vorher auch schon beantwortet hat, es sind 30 Einzelzimmer, die in der Einzelbelegung sind. Wenn jetzt eine Familie natürlich da mit dabei ist, erhöht sich die Personenzahl dann entsprechend nochmal. So ist es aufgebaut vom Konzept her, denke ich, 30 Zimmer, genau, die belegbar sind und danach richtet sich die maximale Personenzahl. Wenn ein Ehepaar quasi, ein Ehepartner positiv getestet ist, dann kommt die ganze, also kommt das Ehepaar beispielsweise in Quarantäne oder in die Einrichtung, und wenn eben bei einer Familie das auftritt, oder wir haben auch viele alleinreisende Frauen mit ihren Kindern, also das wird eben entsprechend, was da für Personal oder weil der Familienverbund im Prinzip wird auch hier eingehalten, und deshalb die 30 kommt von 30 Einzelzimmern, und wie gesagt, wenn dann manche Zimmer aufgrund der Familienkonstellation größer oder mehr belegt sind, dann könnte es theoretisch bis zu 60 sein, aber das sind, glaube ich, im Moment sehr theoretische Größen. Wir haben 30 Zimmer, wo wir die Einzelquarantäne und Isolierung darstellen können. Entschuldigung, die Frage kam ja von mir. Also das war nicht genau die Zielrichtung der Frage, also stelle ich sie jetzt einfach nochmal mündlich. Ich nehme mal an, Sie können mich hören. Jawohl, vielen Dank, sehr gut. Der Punkt war, in Deutschland sehen wir gerade überall die verschiedenen Inzidenzkarten. Wir sehen, wo sind die Hotspots und so weiter. Ich habe mal nachgerechnet, und wenn ich richtig gerechnet habe, dann sind wir, deswegen bin ich von 60 jetzt ausgegangen, dann der Ort mit der höchsten Inzidenz in ganz Deutschland. Ungefähr dreimal so hoch wie Tirschenreuth zum Beispiel. Meine Frage war, können wir künftig damit rechnen, dass hier auch regelmäßig Fernsehteams auftauchen, weil wir sind ja ein relativ kleiner Ort. Das ist ja in Deutschland jetzt überall üblich, dass die Hotspots regelmäßig interviewt werden und so weiter. Die Einwohner zum Beispiel von Heinsberg und Tirschenreuth berichten auch von Anfeindungen. Die berichten davon, dass sie keine Termine mehr beim Arzt bekommen, dass ihnen auf dem Supermarkt die Reifen zerstochen werden, dass ihnen Prügel angedroht werden, weil sie Virenschleudern sind. Ich würde einfach mal gern wissen, ob wir mit Ähnlichem rechnen können. Also auch, wie das in der Öffentlichkeit dann kommuniziert wird. Und ob das einfach jetzt zum Standard in Sechselberg gehört, dass wir ja die Ü-Wagen dort vor der Tür stehen sehen und Ähnliches. Also das kann ich nicht abschließend beurteilen. Heute ist ein Fernsehteam hier im Raum. Vielleicht kommt der SWR auch nochmals. Das Interesse lässt aber bei solchen Themen dann auch ganz schnell mal wieder nach. Dieses Thema Inzidenz, das Sie ansprechen, drückt ja im Prinzip auch die Gefahr für die örtliche Bevölkerung aus und die Notwendigkeit, Kontaktverbote oder dann Ausgehsperren und so weiter zu verschieben. Ich denke, hier haben wir eine Sondersituation. Natürlich ist eine theoretische Inzidenz in Sechselberg, in Althütte, dann relativ hoch. Aber keiner dieser Personen, die dort untergebracht sind, hat einen sozialen Kontakt mit irgendjemand, der in Althütte wohnt. Das heißt, die Gefahr und das Risiko ist überhaupt kein Problem oder Thematik, weil es keine sozialen Kontakte gibt. Und da bin ich einfach zuversichtlich. So habe ich die Menschen in Baden-Württemberg bisher immer kennengelernt, und so kenne ich auch kleine Gemeinden, dass die Vernunft siegt. Und wenn man weiß, ich kann mich dort nicht anstecken, dann gehe ich auch nicht davon aus, dass sie dann von Arztterminen oder anderen ausgeschlossen werden. Gut, wir gucken mal rein in den Chat-Room, was sich da noch an Fragen ergeben. Welche Anzahl haben wir Patienten und wie das entsprechende Stichwort? Wir haben einen guten Touristenzulauf aus Stuttgart, Naherholungsgebiet, Gaststätten. Das ist ja das, was der Herr Deines gerade ausgeführt hat. Die Personen, die dort untergebracht sind, die haben keinerlei Kontakt nach außen. Die sind in dieser Einrichtung untergebracht. Und viel größeres Problem, das ist der Themenbereich 1, den ich vorher angesprochen habe,
sind eigentlich noch unsere eigenen Bereiche, die Kontaktpersonen, die bei uns noch unterwegs sind, die oft auch gar nicht wissen, dass sie vielleicht Kontaktpersonen sind. Das ist gerade ganz schwierig in der örtlichen Abarbeitung als Ordnungsbehörde, die gemeldeten Personen, die vom Gesundheitsamt kommen, dann zu identifizieren und zu kontaktieren und darauf hinzuweisen und abzufragen, lag ein Kontakt mit einem positiv Getesteten vor. Das ist die viel größere Gefahr, die ist bei dieser Einrichtung dann nicht gegeben, weil dort im Prinzip keinerlei Kontakt nach außen besteht. Jetzt sehe ich gerade noch ein paar konkrete Fragen. Das eine war, ob Personal aus der Gemeinde tätig ist. Also wir haben eine Reihe von Partnern aus der Region. Wir haben versucht, auch örtliche Kontakte zu nutzen. Wir haben auch eine Reihe von Handwerkern, die jetzt bei den notwendigen Ertüchtigungen uns unterstützen. Die sind auch aus der Region. Von daher versuchen wir schon auch, die Region in dem Maße, wie es derzeit eben möglich ist, auch an dem Thema partizipieren zu lassen. Dann war nochmal die Frage nach dem Betreuungspersonal. Das hatte ich ja vorher schon ausgeführt, dass wir das immer belegungsabhängig machen werden. Wenn nur 5 Leute da sind, wird eben entsprechend weniger medizinisches und Sicherheitspersonal da sein, wie wenn beispielsweise alle 3 Häuser belegt sind. Videoüberwachung, Dolmetscher, sehe ich gerade noch. Ist eine Videoüberwachung des Geländes angebracht und sind Dolmetscher für die Personen dort? Also wir achten natürlich bei dem eingesetzten Personal, dass wir vielfältige Sprachkenntnisse haben. In der Regel können auch immer dann Bewohner gegenseitig dolmetschen, wenn jetzt zum Beispiel jemand nur eine relativ exotische Sprache spricht, der kann dann ein anderer Bewohner von Englisch auf oder Englisch oder Französisch übersetzen. In aller Regel können die meisten unserer Bewohner Englisch oder Französisch. Und dann war vorher noch eine Frage, wo kommen die Leute hin, wenn sie wieder gesund sind? Also wir gehen nicht davon aus, es ist so, dass die dann wieder in ihre Einrichtungen zurückgehen. Im Prinzip ist das eine Einrichtung wie die Fieberambulanzen, die derzeit eigentlich in allen Regionen aufgebaut werden. Also eine Fieberambulanz ist eine temporäre Klinik für Personen, die das Ausheilen der Krankheit nicht im häuslichen Umfeld sicherstellen können. Und so eine Einrichtung ist es. Das heißt, die werden aus einer Lea hierher verlegt, Elbanger, Freiburg, Sigmaringen. Und wenn dann das Virus nicht mehr nachzuweisen ist, dann gehen sie wieder dorthin. Sonst, wenn ein Bewohner von uns einen Herzinfarkt hat oder wenn jemand ein Kind zur Welt bringt, dann gehen sie ins Krankenhaus, so gehen sie in diese Einrichtung und gehen dann wieder zurück. Und das war vom Land ein ganz wichtiger Punkt, dass wir mit unseren Flüchtlingen nicht die regionalen und lokalen Einrichtungen belasten wollen. Deshalb war es uns ganz wichtig, dass wir das innerhalb des Verbundes der Erstaufnahmeeinrichtungen abbilden, um eben zu verhindern, dass in jeder einzelnen Kommune oder Landkreis, wo eine Lea ist, dann die anderen Einrichtungen belastet werden. Gut, müssen wir weiter gucken. Rechtsmittel gegen die Entscheidung des RP anhängig. Also das wäre eine Frage an die Gemeinde, so praktisch sinngemäß. Wir wehren uns mit rechtlichen Mitteln gegen das Einrichten dieser Erstaufnahmeeinrichtung. Ich denke, da muss man aber auch die Gemeinde verstehen, wir sind hier zwar vor vollendete Tatsachen gestellt worden, das ist richtig und das ist nicht schön. Und wir hätten es uns sicher anders gewünscht und Sie als Bevölkerung auch. Aber ich habe auch eingangs gesagt, wir können in Baden-Württemberg nicht nach dem Motto handeln. Wir sind 1110 Gemeinden. Wir wollen das alle und es ist wichtig, dass man so eine Einrichtung macht. Aber bitte nicht bei uns vor der Haustüre. Ich denke, wenn alle dann so handeln würden, dann hätte man ein Riesenproblem auch in unserer Gesellschaft. So muss man das schon sehen. Was wichtig ist, denke ich, und das soll heute auch rüberkommen, und das waren auch die Antworten aus den Fragen heraus, dass man sich klar darüber ist, dass man keine Angst haben muss. Das ist die wichtige Kernbotschaft. Die Leute sind dort in Quarantäne untergebracht, in dieser Einrichtung, die bewacht ist mit Security. Entsprechend werden dort stattfinden. Das ist das Wichtige für die Gemeinde, denke ich auch in der Botschaft heute, dass dies auch entsprechend dargestellt wird und auch beachtet wird und umgesetzt wird. Wieso stellen Sie sich als Bürgermeister nicht schützend vor Ihre Gemeinde? Mache ich doch. Machen Sie nicht. Sie lassen es zu.
Was soll man dagegen tun? Andere Rückfrage. Ich habe es doch gerade versucht zu erklären. In einem normal kognitiven Prozess, auch in einer Verwaltung und auf verschiedenen Ebenen, ist es, denke ich, schon auch immer richtig und gut und fair. Ich denke, der Vertreter des Regierungspräsidiums hat auch gesagt, auch wenn es einem nicht schmeckt, und das hat nichts mit nicht den Bürgerwillen zu beachten, sondern hat auch damit zu tun, wie man mit sachlich vorgetragenen Dingen auch umgeht. Und für mich als Gemeindevertreter ist es dann wichtig, und das sind auch die Gemeinderäte mit im Boot, dass die Sicherheit vor Ort eingehalten wird. Ich denke, das muss doch auch das Zentrale für Sie sein. Und dazu stehe ich, dazu bin ich da. Der Vertreter, ja. Herr Deininger, der vertritt ja. den Staat, aber nicht die Gemeinde. Und die Kompetenz ja. möchte ich nochmal in Frage stellen, mit den Erwägungen, Containern in den Leas aufzubauen oder in den Leas selber hier Quarantänestationen einzurichten. Das, was hier passiert, ist Willkür und zeugt für mich persönlich von nicht kompetenten Vorab-Erwägungen. Danke. Okay, das ist Ihre Meinung. Ich meine, wir bieten heute Informationen an, aber ich gehe auch nochmal auf den Chatverlauf hier gerade ein. Steht auch dann, dem kann ich nur widersprechen, nach den Informationen von heute sind wir noch mehr verunsichert. Also das, zum einen verstehe ich das nicht und dann würde ich dann auch konkreter gern wissen, warum, weil das muss schon auch begründet dann sein, weil ich denke, heute wurde nochmal sehr deutlich und klar gemacht, wie der Betrieb aussehen wird. Da steht das Land dafür, auch gerade, auch Kostentragung war vorher mal sowas als Thema. Also wir werden da mit Sicherheit nicht als Gemeinde irgendeine auch finanzielle Verpflichtung genommen. Das Land ist der Betreiber dieser Einrichtungen, der Landeserstaufnahmeeinrichtungen und da ist Ausschluss daraus. Und da wird die Gemeinde in keiner Weise hier entsprechend das in irgendeiner Form dazu zu finanziellen Leistungen gezwungen oder zu bezahlen haben. Und da die konkrete Nachfrage nochmal, warum, was ist jetzt hier für Vertrauen verspielt? Klar, die Entscheidungsfindung, aber eines müssen Sie sich auch, jetzt nehme ich fast das Land in Schutz, aber ich selber bin erst am vergangenen Montag informiert worden. Das waren sehr kurzfristige Entscheidungen. Sie können glauben und mir glauben, als ich den Anruf erhalten habe, ich habe da nicht gesagt, euer toll und Jubelschreie ausgestoßen. Ich denke, ich konnte erklären, warum auch diese Entscheidung nachvollziehbar ist, auch aus der Sicht des Landes und der übergeordneten Behörden und auch der Gemeinschaft, in der wir hier im kommunalen Bereich unterwegs sind. Und von daher, ich habe da schon geschluckt und gesagt, nee, das will ich eigentlich nicht. Ja, aber man muss auch erkennen, und die Argumentationsweise dann erkennen, wie so etwas dann auch begründet ist. Die Entscheidungsfindung auch in der Corona-Zeit, da ist die Kurzfristigkeit geschuldet. Ich denke und gehe auch davon aus, so mache ich auch nicht Kommunalpolitik. Guckst das an? Das haben sie nicht rausgeschmissen. Ganz klasse. Der gefällt die Meinung nicht und die Fragen, da wirst du rausgeschmissen. Guck das an. Super, der lebende Beweis. Was schief geht beim Betrieb oder beim Ablauf dieser Corona-Zentrum da drüben. Wer haftet dafür und wer trägt dafür Sorge, dass auch irgendwelche Schäden dann auch entsprechend verfolgt werden? Frage an den Herrn Reines, den Betreiber. Also welche Schäden meinen Sie? Das müssten Sie konkretisieren. Also wir mieten ein Gebäude, das heißt, wir sind zuerst mal Mieter. Wenn was am Gebäude ist, dann haben wir den Schaden zu tragen. Das meinte ich nicht, sondern Sie bringen im Prinzip in eine Gemeinde, in der noch kein Coronavirus aufgetreten ist, bringen Sie kranke Leute. Wenn jetzt tatsächlich irgendeiner verschwinden sollte oder sich auf die Socken macht, steckt hier irgendjemand an, der verstirbt dann und was weiß ich. Das sind ja Folgeschäden, die irgendwo dann auch mal überlegt werden müssen.
Ich meine, Sie können ja nicht einfach ein Corona-Zentrum in Betrieb nehmen und wissen nicht, wie Sie im Falle des Falles, wenn irgendwas schief geht beim Betrieb, dann verfolgt wird. Ob das Gebäude ganz ist oder nicht, das interessiert mich relativ wenig. Oder ob es ist wirklich, da wird sich der Eigentümer dann schon melden. Ja, mir geht es einfach darum, wenn im Betrieb die Sicherheitsleute schlafen, die Koordination nicht passt, die Versorgung irgendwie nicht funktionieren sollte und die Leute auf die Idee kommen, selber danach zu gucken, und dabei Leute infizieren und so weiter. Wie sieht es da aus mit der Haftung? Die Haftung für einen Schaden ist an den Verursacher gerichtet. Und wenn wir als Betreiber unseren Job nicht gut machen, es zu einem Schaden, sprich zu einer Infektion, die dann Folgewirkungen hat, kommt, dann werden wir angezeigt und dann wird es vor einem ordentlichen Gericht verhandelt und dann wird die Schuldfrage geklärt. Das hört sich jetzt vielleicht etwas theoretisch an, aber wie Sie vielleicht aus den Medien entnommen haben, wird genau diese Frage beispielsweise in Ischgl aktuell durch eine Sammelklage geprüft, ob dort die Behörden falsch gehandelt haben, weil eben schon Ende Februar möglicherweise ein positiv getesteter Mitarbeiter in der Abwehrbar gearbeitet hat und wahrscheinlich mehrere hundert Menschen angesteckt hat. Das heißt, wir stellen einen guten Betrieb sicher. Wir sind davon überzeugt, dass wir gute Partner haben, die dort gute Arbeit leisten. Wir werden dort präsent sein. Wir werden dort mit Mitarbeitern vom Regierungspräsidium vor Ort sein. Ich selber werde regelmäßig vor Ort sein und wir werden alles tun, dass wir einen guten Betrieb, einen professionellen Betrieb gewährleisten. Wer sich, glaube ich, hinstellt und sagt, ich garantiere, es wird nie und nimmer unter keinen Umständen irgendwas passieren, in einer Zeit, wo wir innerhalb von 4 Wochen Umbrüche erleben, die ich zumindest mir nie hätte träumen lassen, der handelt ebenso unehrlich. Was ich garantieren kann, ist, dass wir gut, professionell, einen sicheren Betrieb dort gewährleistet. Das muss ich so deutlich sagen und mehr will ich nicht versprechen, weil ich möchte nichts versprechen, was niemand garantieren kann. Ich möchte ja auch keine Placebos verteilen. Das vielleicht ein bisschen ausführlicher zu dieser Frage. Ich gehe da nochmal, da sehe ich gerade auch im Chatverlauf von Herrn Häusermann eine Frage. Richtig ist, dass diese Veranstaltung jetzt stattfindet, ist der Fehler, aber ich habe es, denke ich, auch nochmal erklärt, warum das so war. Wir als Gemeinde haben es jetzt am vergangenen Montag, also Montag letzter Woche, erfahren und unmittelbar daraufhin habe ich auch den Gemeinderat informiert, wohl wissend, dass dann am Freitag in dieser Woche, also von Montag des Erfahrens bis zum Freitag, am Freitag die Presse informiert wird durch das Regierungspräsidium mit den entsprechenden Fakten, die dann bis dahin erarbeitet worden sind. Es ging da auch nicht früher. Und Sie haben sich auch entschuldigt, diese Mail ist ja im Umlauf, die ist ja im Facebook unterwegs, auch persönliche Angriffe gegen mich. Das will ich hier an der Stelle auch nochmal klarstellen. Das war auch nicht in Ordnung und ich habe hier in keinster Weise irgendwelche persönliche Vorteile oder sonst irgendwas ist da im Hintergrund gelaufen, was da unterstellt worden ist. Das hat mich sehr getroffen, weil ich bin überhaupt nicht so aufgestellt und ich bin sehr kommunikativ. Und das wissen Sie auch der Diskussion von damals mit der Geschichte in Lützenberg heraus. Ich stelle mich auch der Verantwortung, ich stelle mich auch der Bevölkerung. Ich bin nicht, dass ich mich wegduck, wenn irgendwas da ist, sondern ich stelle mich dann auch entsprechend. Da war noch vorne eine Frage, so ein bisschen auch vorwurfsvoll. Es war noch nicht gesagt, ab wann die erste Belegung stattfindet. Aber das, ja, vielleicht einfach nochmal was zum Zeitplan. Also nachdem die Liegenschaft klar war, erfolgte die Information an Bürgermeister. Zu diesem Zeitpunkt wussten wir als Betreiber nicht, finden wir Partner, die die Einrichtung betreiben, wie schnell können wir die Einrichtung betreiben und so weiter. Deshalb war zu diesem Zeitpunkt nur sicher, wir könnten theoretisch in Sechselberg das einrichten. Wir haben dann letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, sehr vielversprechende Gespräche mit unseren Partnern gehabt und konnten dann am Freitag tatsächlich auch kommunizieren, ja, wir haben professionelle Partner und die schnell in der Lage sind, mit uns die Anlage zu betreiben. So kam dann der Freitag. Das macht, glaube ich, auch keinen
Sinn, Dinge, die nicht klar sind, die völlig von ganz vielen Parametern offen sind, zu kommunizieren, weil in diesem Stadium hätten wir, sage ich, in 5 oder noch mehr Gemeinden in Baden-Württemberg die Diskussion führen können. Wir versuchen zeitnah alle Fragen zu beantworten und jetzt war vorher eine Frage, wie viel Personal bei einer theoretischen Belegung. Wenn ein Haus belegt ist, werden wir mindestens 2 Personen Sicherheitsdienst im Haus haben, weil der Sicherheitsdienst nie alleine arbeitet. Wir werden immer eine Streife im Außenbereich haben und wir werden dann immer noch Mitarbeiter im Hauptgebäude, die in Reserve sind, sein. Das heißt, es werden sicherlich nie unter 10 Sicherheitsmitarbeiter vor Ort sein. Nach oben ist die Zahl dann offen. Das Betreuungspersonal, wie gesagt, wir werden immer mindestens eine medizinische Fachkraft vor Ort haben, in der Regel mehr, aber das hängt dann einfach auch von der Belegung ab. Von daher werden dort immer in der Regel 10 Personen, 15 Personen vor Ort sein, wie gesagt, je nach Belegung. Als Minimum, aber wahrscheinlich dann mehr. Nochmal, weil das so penetrant gefragt wird, frage ich auch nochmal nach, wann kommen die ersten aber? Das kann man sobald wir einen sicheren Betrieb gewährleisten können. Hallo? Hört man mich? Entschuldigung, ich wollte Sie nicht unterbrechen, ich versuche es schon eine Weile. Ich bin die Frau Peter aus Exelberg. Ich habe mal eine Frage, und zwar, es ist ja, das Konzept ist ja so, dass leichtere Fälle dort wohnen werden. Es kann ja aber sein, dass die Krankheit auch einen schwereren Verlauf nimmt. Und dann muss ja das Bremsloch-Klinikum eingebunden werden. Wie viele Plätze sind denn dort? Ist das alles abgeklärt? Weil in der Presse konnte man lesen, dass der Landrat auch nicht eingebunden war in die Entscheidung. Also irgendwie muss man da ja schon überlegt haben. Also dazu, wir werden die Personen, deshalb ist uns aber gute ärztliche Betreuung wichtig, wir werden die Personen intensiv überprüfen. Der beste Indikator oder ein wichtiger Indikator ist ja das Thema Fieber. Das heißt, wenn eine Person, wir möchten vermeiden, dass wir die Personen akut sehr schnell in ein Krankenhaus verlegen müssen. Das heißt, durch eine enge Überwachung medizinischer Art wollen wir den Zeitpunkt einer Verlegung in eine Klinik rechtzeitig erkennen. Da bin ich auch zuversichtlich, dass uns das gelingt, weil wir da mit guten Partnern zusammenarbeiten. Und dann ist auch gewährleistet, dass natürlich die Verlegung nicht ausschließlich ins Regensburg-Klinikum erfolgen muss, sondern dass dann über eine landesweite Steuerung die Personen auch in andere Krankenhäuser kommen, weil nicht nur das nächstgelegene in Frage kommt. Also da haben wir noch Hausaufgaben zu machen und da möchte ich noch kurz auf die Frage zurückkommen, wann kommen die ersten Flüchtlinge, wenn wir soweit sind und auch diese ganzen Fragen eben noch geklärt haben. Wir hätten auch 2 Wochen noch stillschweigen wahren können, um dann möglichst alles irgendwie abzustimmen. Uns war wichtig, so schnell wie möglich Transparenz zu schaffen, auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt beispielsweise heute Abend noch nicht jede Frage abschließend beantworten kann. Schnelligkeit, Transparenz, das ist in so einer Situation, wo alle 2 Tage eine Rechtsverordnung der Landesregierung geändert wird, die so einschneidend ist, wie wir es noch nie erlebt haben, auch schwierig zu sagen, weil den Stand, den wir vor 2 Wochen hatten, der gilt heute schon immer. Ich möchte noch kurz, weil der Uhrticker ja unten auch unerbittlich mitläuft, theoretisch noch 18.57 Uhr, aber wir können da auch ruhig ein bisschen verlängern, wenn noch offene Fragen sind. Das soll ja das Ziel und der Zweck der heutigen Veranstaltung sein. Aber sind Sie auch, weil das vorher mal auch im Chatverlauf war, wir werden die Leute informiert, die jetzt nicht diese Möglichkeit haben oder diese genutzt haben, aus welchen Gründen auch immer, hier diese Informationen zu erhalten. Ich habe am Montag auch vom Regierungspräsidium eine sehr ausführliche Pressemitteilung erhalten, die in dieser Woche im Mitteilungsblatt abgedruckt wird. Die werden wir auch nochmal online schalten und da ist auch eine E-Mail-Adresse des Regierungspräsidiums genannt, wo dann auch Mitarbeiter des Regierungspräsidiums
Kompetenz dann auch noch Ihnen Antworten dann auch in einer ausführlichen Form eventuell oder auch ein bisschen detaillierter zur Verfügung stellen können. Weil ein Videochat, so wie wir ihn durchführen, hat Vor- und Nachteile. Der Riesenvorteil, wie ich ihn jetzt empfunden habe, dass man hier wirklich Informationen breit nach außen bekommt, auch in den möglichst direkten Kontakt. Der Vorteil von geschriebenen und anderen Dingen, die man lesen kann, nochmal nachlesen kann, ist der, dass man hier doch noch eine gewisse Sicherheit und Nachfragen stellen kann. Also diese Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, dass man sich dann auch nochmal ans Regierungspräsidium wendet. Im Mitteilungsblatt wird die entsprechende Veröffentlichung diese Woche sein. Jetzt gucke ich mal nochmal in das Fragentableau hinein. Manuela Blümle, hören Sie mich? Ich würde Ihnen auch gerne noch eine Frage stellen. Und zwar in dem PDF von der allgemeinen Verfügung vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis steht drin, dass Leute, die sich nicht an die häusliche Quarantäne halten, werden in speziellen Einrichtungen untergebracht. Ist Sechselberg eine spezielle Einrichtung für Menschen, die sich nicht an die Regeln halten? Da die Menschen ja aktuell schon erkrankt sind und somit in Quarantäne sein müssten. Diese Verordnung gilt ja, warum ist die gemacht worden? Das ist die Allgemeinverfügung des Landkreises, die für den gesamten Rems-Murr-Kreis gilt. Ich mache da mal ein Beispiel, komme dann konkret aber auch auf das Beispiel der Flüchtlingsunterkunft, die jetzt nicht so eine Sonderunterkunft ist, sondern da gelten ja die Sonderbedingungen der LEA, also Landeserstaufnahmeeinrichtung. Diese Allgemeinverfügung, die Sie jetzt ansprechen, bloß dass man da aufpasst, dass es, weil das auch unterschiedliche Dinge sind, die richtet sich an jeden einzelnen Bürger im Rems-Murr-Kreis. Die Gemeinden, die Ordnungsämter werden derzeit täglich mit positiv getesteten Personen, die durch die Gesundheitsämter identifiziert sind, gemeldet. Die bekommen wir mitgeteilt und diese Personen sind mit dem Wissen, dass sie Corona-positiv getestet sind, automatisch durch diese Allgemeinverfügung in Quarantäne. Wir kontaktieren dann als Ordnungsamt dann jeweils noch hier in Althütte, wie gesagt, zeitlich nur die Kontaktpersonen. Für die gilt aber auch die Quarantäne. Das ist der zweite Teil dieser Allgemeinverfügung, deswegen wurde der auch gepostet von mir. Verordnungsgeber ist der Landkreis. Auch jeder, der Kontaktperson ist mit einem positiv getesteten, muss 14 Tage lang in Quarantäne zu Hause. Das sind diese Allgemeinverfügungen. Als es die noch gab, ja. Ja, ich würde Sie gerne unterbrechen, also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Meine Frage ist aber eine andere, und zwar, darin steht auf Seite 5, Personen, die nicht gehorchen in dieser häuslichen Quarantäne, werden eventuell in eine spezielle Einrichtung untergebracht. Ist Sechselberg für die Flüchtlinge eine spezielle Einrichtung, weil diese Flüchtlinge, die leider erkrankt sind, was mir wirklich leid tut persönlich, da untergebracht werden? Oder sind es einfach, Sie müssen rüben zum Kollegen. Genau. Also im Prinzip gilt für die Flüchtlinge. Die Flüchtlinge sind da und sie sind so ordnungsgemäß angemeldet beim Bürgermeisteramt, dort wo die Lea steht. Und die haben sich dann in häusliche Quarantäne zu begeben. Und da wir die häusliche Quarantäne besser bewerkstelligen können in einer extra Einrichtung, in einer kleineren Einheit wie in Sechselberg, findet die häusliche Quarantäne in Sechselberg statt. Im Prinzip verlegen die Leute in der Zeit, wo sie positiv sind, ihren Wohnort von Freiburg, von Karlsruhe, von Ellwangen nach Sechselberg, sind dann dort 2 Wochen in der Einrichtung. Es ist keine Strafeinrichtung, weil sich die Leute nicht an Regeln halten, sondern es ist eine Einrichtung, wo eine spezifische Betreuung dieser Personen, auch wenn sie milde Symptome zeigen, sind sie erkrankt, wo diese Menschen ihre Erkrankung ausheilen können und so lange sind sie hier untergebracht. Es geht nicht um Personen, die sich nicht an Quarantäneauflagen halten, wie es in diesen Verfügungen geregelt ist als Zwangsmaßnahme, dass wenn sich eben der Nachbar nicht an das hält, immer durch den Ort läuft, im Supermarkt auf das Frischgemüse hustet, dass man dort Zwangsmaßnahmen von staatlicher Seite machen kann. Unsere Leute sind da zu Hause, wohnen hier für 2 Wochen, sie hoffentlich schnell alle wieder gesunden und gehen dann in ihr anderes zugewiesenen Wohnort zurück. War das soweit für Sie okay? Ja, vielen Dank. Meine zweite Frage ist aber auch, ich berufe mich nochmal auf diese Verordnung vom Landratsamt Rems-Murr-Kreis, steht drin, dass ältere Personen ab 60 aufwärts besonders einen Schutz
Sinne zustehen soll. Jetzt ist es so, dass anhand der letzten Bevölkerungsstatistik von Sechselberg-Althütte ja der Altersdurchschnitt hier oben ziemlich hoch ist. Also wir haben viele nette und liebe Menschen hier, die einfach über 60 sind, für die eine Infektion höchstwahrscheinlich auch laut diesem Formular tödlich verlaufen könnte. Deswegen meine Frage, warum Sechselberg? Das habe ich vorher, wo die Frage zum Verhältnis positive zur Wohnortbevölkerung und der möglichen Stigmatisierung aufkam, wo auch das Beispiel aus dem Landkreis Heinsberg kam. Diese Personen haben keinen Kontakt zur örtlichen Bevölkerung. Die werden vollständig versorgt, die sind vollständig in Quarantäne in ihrer Einrichtung, sind dort isoliert. Die gehen nicht raus, von daher darf es keinen Kontakt zur örtlichen Bevölkerung geben. Von daher ist auch der Schutz der örtlichen Bevölkerung gegeben. Wir werden auch, also in der Erstaufnahme werden alle Bewohner bekommen die notwendigen Leistungen als Sachleistungen. Das heißt, sie bekommen einen Wohnraum gestellt, sie bekommen Essen und so weiter und kein Geld. Das ist das Grundprinzip. In der Regel, die Flüchtlinge bekommen trotzdem ein Taschengeld und dann werden wir auch organisieren, dass es zum Beispiel einen kleinen Kiosk gibt, wo es die Dinge des täglichen Lebens, sage ich mal die Packung Chips oder ähnliches, dann auch erwerben kann. Die Personen werden keinen Kontakt zur Bevölkerung in Sechselberg oder in ganz Altwitte haben. Okay, den Chatverlauf auch folgend greife ich nochmal ein. Vielen Dank für die Beantwortung der Frage und diesmal konkret. Dankeschön. Okay. Dann auch noch eine Frage aufgreifen und zum Schluss Comment. Weil wir jetzt auch schon über den geplanten Zeitraum sind, nicht so, dass es heißt, ab jetzt gibt es keine Fragen mehr, sondern wie gesagt, wir werden das dann auch aufarbeiten. Sie können es gerne auch dann uns per Mail nochmal richten. Wir werden gerne die Fragen, die dann aufgekommen sind, noch beantworten oder auch direkt dem Regierungspräsidium dann entsprechend weiterleiten. Da kam noch auch die Frage, warum 14 Tage Quarantäne, warum 6 Monate dann anmieten. Aber das ist jetzt genau der Punkt, wo mich nochmal auf den Themenbereich 1, der uns alle angeht, hier in Gesamtaltwiede angeht. In 14 Tagen ist Corona nicht vorbei. Wir sind alle gefordert, gemeinsam hier diese gesellschaftliche Herausforderung anzunehmen. Und diese Corona-Welle, wir sind dabei, die Kurve abzuflachen, insgesamt in unserer Bevölkerung. Das muss unser Ziel sein, deswegen diese sehr einschneidenden, einschränkenden Maßnahmen für uns persönlich, für uns alle. Und die Personen, die in Sechselberg untergebracht sind, die sind nur während des Krankheitsverlaufs da. Dann kommen aber eventuell wieder neue, hoffentlich nicht, ja, aber wir wissen es nicht, wie entsprechend die Corona-Welle sich dann verhalten wird und verlaufen wird. Ich wäre am frohsten, wie Sie auch, wenn jetzt hier die Personen, die jetzt Corona erkrankt sind aus den LEAs, zu uns kommen und danach das Thema beendet ist. Das wird Ihnen aber mit Sicherheit keiner so sagen können und wird auch nicht so eintreten werden, weil die Pandemie einen viel größeren Zeitraum in Anspruch nimmt. Wir alle sind gefordert, diese Kontaktreduzierungen hinzunehmen, einzuhalten. Ich hoffe für Sie und auch für uns alle, bleiben Sie gesund, bleiben Sie gewogen. Es war jetzt, denke ich, eine gute Möglichkeit, war auch so noch am Rande, habe ich es noch so mitverfolgen können von der Frau Rau, kann man sowas in Zukunft öfters machen. Also ich habe es jetzt als angenehm empfunden. Es war auch so, dass, denke ich, die Informationen gut vermittelt werden konnten. Es war, denke ich, eine gute neue Möglichkeit einer Informationsbeschaffung von der Gemeinde für die Gemeinde, nämlich für Sie als Bürger. Sie alle sind die Gemeinde und ich setze mich dafür ein, da können Sie sich sicher sein, dass die Sicherheit vor Ort, das ist mir das Wichtige als Bürgermeister dieser Gemeinde, dass die Sicherheit vor Ort gewährleistet wird. Und ich werde mich persönlich auch darum kümmern und auch der Herr Deines vom Regierungspräsidium wird mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Seinige dazu tun. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen noch jetzt einen schönen Abend und wir werden versuchen, hier einen Zusammenschnitt vielleicht zu machen. Muss man mal schauen, ob sich das bewerkstelligen lässt, sinnvoll, wo man auch die Fragen, die aufgeworfen sind, dann auch nochmal rückverfolgen kann. Und wie gesagt, stellen Sie auch gerne noch Fragen dann an uns und wir beantworten diese dann gerne auch im Nachgang. Ihnen einen schönen restlichen Dienstagabend. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitmachen. Prima Wahlkampfveranstaltung, danke. Dankeschön, fand ich echt super, dass so
wie hier in der Gemeinde das so möglich war, mit Unterstützung von, glaube ich, ganz viele aus der Gemeinde, finde ich klasse. Und von meiner Seite, wenn es Bedarf ist, wenn es gewünscht wird, können wir das gern nochmal wiederholen. Und von unserer Seite werde ich immer versuchen, die Dinge, die klar sind, weiter zu informieren. Und ich denke, wir kriegen ja auch die eingereichten Fragen, dass wir dann versuchen, die auch zusammenzufassen und zu beantworten und dann weiterhin regelmäßig über das Gemeindeblatt oder auch die Homepage der Gemeinde zu informieren. Das kann ich Ihnen zusagen und möchte mich wirklich nochmal bedanken für die konstruktive Diskussion. Ja, so schaut's aus, Leute, ne? Super. Prima Wahlkampfveranstaltung. Ob der Herr Czuka für den Landrat taugt, werden wir sehen. Hier hat er seine Bürger nicht vertreten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.